Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hartz IV for Future. Ich habe heute wieder eine Frage von einem Zuschauer für euch. Und zwar hat Zero eine Frage gepostet unter das Video: Vermieter will Strompreis mehr als verdoppeln. Zero hat folgendes geschrieben: Ich habe bezüglich dessen eine Frage. Ich habe einen Durchlauferhitzer in der Toilette für das Bad. Dieser ist mit dem Strom angeschlossen. Des Weiteren muss ich für die Küche ebenfalls einen Durchlauferhitzer oder Warmwasseraufbereiter verwenden. Jetzt meine Frage dazu. Bekomme ich pauschal die 10,33 Euro für alle Erhitzer oder bekomme ich pro Erhitzer 10,33 Euro? Das wird nirgendwo erwähnt im Netz. Danke für die Antworten. Weiß jemand von euch Bescheid, bekommt Zero diese 10,33 Euro pro Person oder bekommt er die pro dezentralen Warmwassererzeuger? Ich habe eine Arbeitsanweisung der Agentur für Arbeit gefunden, in der steht: Der Mehrbedarf beträgt für jede im Haushalt lebende leistungsberechtigte Person jeweils bla bla bla, und dann steht da, wie viel jede erwachsene Person, jede 15-jährige Person, jede bis 14-jährige und bis 6-jährige Person bekommen. Dort steht aber auch: Höhere Aufwendungen sind abweichend von Satz 2 nur zu berücksichtigen, soweit sie durch eine separate Messeinrichtung nachgewiesen werden. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass man nur pro Person diese 10,33 Euro bekommt, aber es gibt wohl die Möglichkeit nachzuweisen, dass man noch höhere Aufwendungen hat. Hat Zero hier eine Chance, so etwas nachzuweisen? Wer kennt sich aus? Wer hatte schon mal einen ähnlichen Fall? Ich freue mich über eure Hilfe und eure Tipps, und Zero bestimmt auch. Vielen Dank, tschüss!